Ja, ich habe gesagt, ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Und jetzt habe ich doch gerade vorher ein Video veröffentlicht und schon gibt es wieder was Neues. Also das ist ein Nachtrag. Und zwar ist der Premierminister vor die Medien getreten und hat bekannt gegeben, dass ab sofort Test and Go, also eine von drei Einreisemöglichkeiten, sowie Sandbox, also die zweite von drei Einreisemöglichkeiten, ausgesetzt werden. Bei Sandbox gibt es aber noch eine Ausnahme, und zwar alle Sandbox-Modelle werden ab sofort ausgesetzt, außer Phuket Sandbox. Also man kann noch über Phuket einreisen, über das Phuket Sandbox-Modell. Und das dritte Modell, das ist ja das ganz normale Quarantänemodell für Personen, die nicht geimpft sind. So, was heißt das jetzt? Viele von euch, die haben einen Thailand-Pass bereits beantragt. Der Thailand-Pass für zum Beispiel Januar, Februar, März etc. All diejenigen, die bereits einen bestätigten Thailand-Pass haben, also das E-Mail erhalten haben mit dem QR-Code, die können einreisen, auch wenn sie erst im Januar, Februar, März etc. kommen. Es betrifft da glaube ich etwa 90.000 Menschen. Und das ist kein Problem. Jetzt gibt es aber noch was anderes, was man auch wissen sollte. Personen, die jetzt noch einen Antrag am Laufen haben, die könnten, sofern dieser noch vor Mitternacht bearbeitet wird, auch noch bestätigt werden. Eventuell, da muss man jetzt ein bisschen Glück haben. Und Personen, die jetzt unbedingt noch einreisen wollen, aber den Thailand-Pass noch nicht ausgefüllt haben, die Regierung hat mitgeteilt, dass bis heute Mitternacht, thailändische Zeit, man den Thailand-Pass noch beantragen kann. Also es wird erst Mitternacht, heute thailändische Zeit, abgeschaltet oder ausgesetzt, das Thailand-Pass-System für Test and Go und Sandbox, abgesehen natürlich Phuket-Sandbox, das ist möglich. Also wenn man jetzt noch Gas gibt, dann wäre es noch theoretisch möglich, vielleicht noch bei Test und Go durchzuschlüpfen. Ja, was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass man in den nächsten Wochen, Monaten, je nachdem wie lange es dauert, man halt noch die Möglichkeit hat, wie zuvor bereits über Phuket Sandbox einzureisen. Wie aber dort die Bedingungen sein werden und was sich da alles groß ändern wird, das kann ich in diesem Video noch nicht sagen. Definitiv wird all das erst am Ende dieser Woche genau bekannt werden, was jetzt wie und was gilt und natürlich auch noch in gesetzlicher Form oder in der Royal Gazette veröffentlicht. Also weitere Informationen zu diesem Thema folgen. Aber einfach, dass ihr mal wisst, ab heute Mitternacht thailändische Zeit wird es vorübergehend kein Test and Go mehr geben für eine Reise nach Thailand. Das war's mit Kurznews aus dem Garten von Myland Thailand. Tschüss, bis zum nächsten Mal.